Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video geht es um die besten Sneaker für den Sommer. So Freunde, willkommen zurück. An alle, die neu sind hier, würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst und natürlich den Kanal abonniert. Damit würdet ihr mich und meine Arbeit sehr unterstützen. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit den Sneakern, die ich für euch rausgesucht habe. Der erste Sneaker, über den ich mit euch sprechen möchte, ist der wohl aktuell gehypteste Sneaker. Und zwar ist er von Adidas und ihr wisst wahrscheinlich schon, worüber ich spreche. Es ist der Adidas Samba oder auch Adidas Gazelle oder auch Adidas Campus. All diese drei Modelle sind ja von Adidas aktuell sehr stark im Hype, egal wo man auf Social Media hinschaut. Man sieht die Schuhe überall, sie sind auch größtenteils ausverkauft. Ob der Hype berechtigt ist, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe diese Schuhe damals als Hallenschuhe benutzt zum Fußballspielen, ich denke viele von euch auch. Ich persönlich finde den Schuh nicht ganz so cool, also ist einfach nicht meine Silhouette, dieses flache, lange, gefällt mir einfach nicht so optimal. Aber wenn ich ihn bei gewissen Leuten gestylt sehe, finde ich ihn dennoch sehr cool. Was ich zu dem Schuh bemerken muss, wenn ihr den stylen wollt, dann unbedingt mit einer weiteren Hose, weil auf Skinny Jeans sieht der Schuh absolut nicht cool aus. Also wenn ihr den stylen wollt, kurze Hosen natürlich oder halt weitere Hosen, wenn es lange Hosen sind, aber lasst das mit der Skinny Jeans sein. Bei Asphaltgold gibt es aktuell einige Größen zu kaufen, von dem, ich sag mal, Standard Colorway, dieser weiße mit den schwarzen Stripes, den ich auch optisch ganz okay finde, kostet 120 Euro, aber dann gibt es beispielsweise einmal Adidas Gazelle, welcher vom Look her eigentlich ein identischer Sneaker ist. Und den finde ich tatsächlich sehr schön, weil meine Frau hat sich den geholt. Und wenn man den so in live sieht, dieser Grünton ist schon sehr, sehr schön. Und da habe ich auch den einen oder anderen Gedanken dran verschwendet, mir den zu kaufen. Aber dachte mir, ey, den wirst du am Ende eh nicht tragen. Aber das ist mein Favorite Colorway, wie ich ihn euch auch empfehlen würde. Den finde ich wirklich schön, gerade für den Sommer einfach eine schöne, knallige Farbe, macht einfach was her. Und den gibt es aktuell bei ASOS zu kaufen, kostet 110 Euro. Wer jetzt sagt, er möchte nicht auf diesen Hype-Train aufspringen und einfach das tragen, was gerade die breite Masse trägt, den empfehle ich einfach Puma Suede zu kaufen. Auch das ein absoluter Klassiker von Puma, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Und hier beispielsweise auch in diesem grünen Colorway finde ich sehr schön. Kosten 90 Euro, somit 20 Euro weniger. Und ich denke auch, wenn man im Internet ein bisschen sucht, wird man die Puma Suede Sneaker auch noch günstiger bekommen. Also auch für 70 oder 80 Euro, vielleicht sogar für 60 in gewissen Colorways. Schaut euch da einfach um. Wie immer habe ich natürlich einiges an Sneakern, also alles, worüber ich heute im Video mit euch spreche, unten in die Infobox gepackt. Falls euch irgendwas gefällt, klickt euch einfach rein. Aber wie gesagt, alternativ kann ich die Puma Suede empfehlen. Ich glaube, ich habe auch über die Jahre so 2-3 Paar davon geholt und bin damit eigentlich sehr zufrieden, sehr bequemer Schuh. Und von der Optik, finde ich, von der Ästhetik, steht er dem Adidas Gazelle bzw. Samba in nix nach. Dann gibt es noch alternativ den Puma Army Sneaker. Auch das eine Alternative, die einfach was anderes ist, die nicht viele Leute tragen. Und ich finde, optisch gesehen ist es einfach sehr, sehr, sehr nah dran an dem Adidas Samba Sneaker. Deswegen, falls ihr keinen Bock habt, mit der breiten Masse zu gehen, checkt diese Schuhe unbedingt ab. Als nächstes Thema haben wir ein sehr wichtiges, und zwar cleane weiße Sneaker. Erst einmal werde ich über die Sneaker sprechen, die ich auch gerade trage, das auch eigentlich meine absoluten Favorites sind. Und zwar sind das diese Sneaker hier. Das sind die Gant Yori oder Jory Sneaker. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Aber ich muss euch einfach sagen, das sind meine absoluten Favorite weißen Sneaker. Zum einen, weil sie eine sehr clean Silhouette haben, die nicht ganz so langweilig ist. Die Sohle ist ähnlich wie bei diesen Alexander McQueen Sneakern. Die ist vorne ein bisschen flacher und geht dann nach hinten so ein bisschen dicker. Das macht die Schuhe schon mal optisch so ein bisschen ansprechender. Und zum anderen muss ich einfach sagen, die Bequemlichkeit dieser Schuhe ist einfach unnormal. Also ich habe kein Paar weiße Sneaker, die so bequem sind. Die sind von innen so weich gepolstert. Allgemein ist der Schuh sehr leicht. Und einfach, falls ihr weiße Sneaker sucht, meine absolute Empfehlung. Also ich trage die fast jeden Tag. Gibt es bei Gant aktuell, kosten 140 Euro. Und wie ich finde, ein sehr guter Preis. Deswegen checkt die Schuhe auf jeden Fall ab. Die sind natürlich auch unten verlinkt. Als nächstes haben wir eine sehr schöne Alternative. Und die habe ich mir letztens bei Kos geholt. Und zwar sind das diese Sneaker hier. Das sind Canvas Sneaker mit einer erhöhten Sohle. Die kosten 99 Euro. Und ich finde, das ist ein absolut sommerlicher Schuh. Canvas-Material, also ist so ein bisschen dünneres Material,
bekommt der Fuß gut Luft für den Sommer. Des Weiteren hat er einfach so einen leichten Creme-Weißton, was ich sehr schön finde. Nachteil bei diesem Canvas-Material ist natürlich, wenn die mal ein bisschen schmutzig werden, vielleicht seht ihr das hier vorne, sind die nicht ganz so leicht zu reinigen wie beispielsweise Ledersneaker. Aber ich denke, auch die Dinger kann man bestimmt in die Waschmaschine kloppen. Ansonsten muss ich einfach sagen, finde ich die Ästhetik schön, weil die Sohle hier einfach so ein bisschen besonders ist, ein bisschen was anderes ist. Leicht erhöhte Sohle. Gerade gut für Männer, die vielleicht gerne 2-3 cm größer wären, weil die einfach ein bisschen dicker ist. Und ansonsten ein sehr schöner, solider Schuh, den ich für den Preis absolut cool finde. Wer jetzt auf der Suche nach etwas sportlicheren weißen Sneakern ist, dem würde ich den Puma CA Pro empfehlen. Auch das ein wirklich cooler Schuh. Kostet 90 Euro, gibt es in sehr vielen verschiedenen Colorways und das ist einfach eine gute Alternative zu dem Air Force One. Ich muss euch persönlich sagen, ich liebe den Air Force One immer noch über alles, also kaufe mir die Schuhe immer wieder neu, wenn sie super dreckig sind. Ich glaube, ich habe aktuell 3 oder 4 Paar, die ich trage. Aber der Puma CA Pro ist einfach mal was anderes, weil ich sag mal, der Großteil der Menschen hatet den Air Force One ja sehr, sehr stark ab, weil ihn einfach zu viele tragen. Und ich finde auch mittlerweile beim Preis von 140 Euro ist er auch relativ teuer geworden, was ich nicht nachvollziehen kann, wieso die so teuer geworden sind. Aber ist wahrscheinlich einfach der Hype um den Schuh. Deswegen checkt einfach die Puma CA Pro ab. 90 Euro gibt es in komplett weiß, ein wirklich sehr schöner, cleaner Schuh. Auch der hat eine etwas erhöhte Sohle, was cool ist. Dann gibt es den beispielsweise noch in diesem schönen Cream Colorway, den ich für euch rausgesucht habe bei ASOS. Kostet 90 Euro, wie gesagt, ein sehr schöner Schuh, der auch extrem bequem ist und alternativ zum Air Force One auf jeden Fall eine sehr dicke Empfehlung. Als nächstes haben wir die Kategorie Dad Sneaker bzw. Chunky Sneaker, also diese wirklichen Sport Trainer Sneakers. Und hier ist meine absolute Empfehlung. Die, die die Videos hier öfter gucken, wissen das einfach, der New Balance 530. Extrem bequemer Schuh, extrem schöne Silhouette, also ich feiere den Schuh absolut. New Balance vom Hype her würde ich sagen, haben die ein wenig abgebaut, weil es einfach, ich glaube, in den letzten 1-2 Jahren so ein bisschen zu viel war. Aber dennoch eine sehr coole Brand, wo ich beim Mainstream behaupten würde, ist sie auch noch nicht so krass angekommen. Deswegen kann man die Schuhe auf jeden Fall noch tragen. Den New Balance 530 in diesem grauen Colorway ist aktuell mein liebster Schuh. Ich freue mich auch schon, wenn ich den im Sommer cool kombinieren kann. Natürlich gibt es den Schuh auch in weiß, Metallic oder noch in vielen anderen Colorways. Aber ich kann euch sagen, auf jeden Fall einer der bequemsten Schuhe, die ich habe und eine absolute Empfehlung, die ich an euch weitergeben möchte. Als nächstes kommen wir zu einem Schuh, den ich mir kürzlich auch das zweite Mal, also in einem zweiten Colorway gekauft habe. Und zwar handelt es sich hierbei um den Essex Gel Kayano 14. Auch das, wie ich finde, ein sehr, sehr geiler Schuh. Gerade für den Sommer muss ich sagen, ein schöner Colorway. Das ist jetzt der White Slate Green, heißt der, glaube ich. Extrem bequemer Schuh. Hier würde ich allerdings eine Nummer raufgehen, falls ihr euch den holen wollt, weil er ein bisschen kleiner ausfällt. Aber wie ich finde, für den Sommer wird er auf jeden Fall sehr gut kommen. Auch hier gibt es wieder verschiedenste Colorways. Da sind aber auch schon einige ausverkauft. Deswegen müsst ihr euch umschauen. Ich probiere natürlich alles, was ich finde, unten in die Infobox zu packen. Deswegen schaut da unten vorbei, falls euch der Schuh gefällt. So, dann haben wir als nächstes einen Schuh, den ich auch auf Social Media des Öfteren gesehen habe. Und ich muss sagen, er gefällt mir optisch sehr gut. Aber da ich schon zu viele von diesen Chunky Dad Sneakern habe, habe ich gesagt, komm, den lassen wir mal sein. Aber es ist der Nike Zoom Vomero 5. Auch das, wie ich finde, optisch gesehen ein sehr schöner Schuh. Auch hier gibt es wieder sehr coole Colorways. Kostenpunkt sind jetzt 160 Euro, also ähnlich wie der Essex Gel Kayano. Der New Balance ist mit 115 Euro der günstigste aus der Kategorie, die ich vorgestellt habe. Aber ich muss sagen, diesen Nike Zoom Vomero finde ich sehr, sehr schön. Und auch den kann ich mir gerade mit kurzen Hosen sehr gut vorstellen. Und deswegen, falls euch der Schuh gefällt, checkt den gerne unten ab. Den habe ich natürlich auch unten für euch reingepackt. Als nächsten Schuh haben wir einen absoluten Klassiker, wo ich denke, dass die meisten von euch den sogar in ihrem Kleiderschrank haben werden. Und zwar ist es der Vans Skate Low. Auch das ein super zeitloser Schuh, den ich schon seit Ewigkeiten in meinem Kleiderschrank habe. Und gerade für den Sommer, finde ich, ist das ein sehr fresher Schuh, der einfach perfekt zu kurzen Hosen passt. Ich glaube, es ist einer der wenigen schwarzen Schuhe, die ich in meinem Kleiderschrank habe, aber ich finde, bei dem Schuh sieht es einfach cool aus. Und falls euch schwarz nicht zusagt, gibt es diesen Schuh einfach in super vielen verschiedenen Colorways mittlerweile. Kostenpunkt sind hier 80 Euro, was ich ganz okay finde. Und wie gesagt, ein absolut zeitloser Klassiker, mit dem ihr definitiv nichts verkehrt macht. Als nächstes haben wir noch ein paar Nike Dunks und Jordan 1er. Auch das, wie ich finde, obwohl er so ein bisschen overhyped ist, ein sehr schöner Schuh für den Sommer und gerade unter kurzen Hosen machen die sich einfach super gut, weil es dort viele verschiedene Colorways gibt
Und ich finde auch so ein bisschen knalligere Colorways. Und gerade das, finde ich, macht Sneaker im Sommer einfach besonders. Hier habe ich einen schönen für euch rausgesucht. Das ist der Dunk Low Retro. Mika Green nennt er sich. Ich finde einfach eine sehr schöne Farbkonstellation. Verschiedenste Grüntöne. Passt einfach sehr gut zusammen. Den gibt es bei Asphalt Gold zu holen. Und 120 Euro kostet das Ganze. Und wie ich finde, für den Sommer wirklich ein sehr fresher Colorway. Alternativ gibt es bei Nike einen anderen Dunk Low. Auch in einem Grünton, aber eher in einem Grünton wie jetzt diese Jacke hier beispielsweise, also in so einem Waldgrün, Forest Green, finde ich auch sehr cool. Gerade mit dem Kontraststreifen sieht er eigentlich sehr schön aus und deswegen kann ich auch den empfehlen. Und für die Leute, die jetzt sagen, nee, ist mir alles zu Mainstream, ich möchte meinen eigenen Sneaker designen. Ihr wisst sicher, dass man auf Nike ID seine eigene Farbkonstellation basteln kann. Kostet auch nicht viel mehr als normale Dunk Lows und ihr seid einfach komplett individuell unterwegs und könnt euch den Schuh einfach genauso gestalten, wie ihr ihn gerne haben wollt. Deswegen checkt das gerne ab. Ich glaube, die Lieferzeit ist auch nicht endlos lang. Deswegen finde ich, ist auch das eine sehr schöne Geschichte, wenn man sich einfach kreativ ausleben möchte und was komplett Eigenes haben möchte, was andere nicht so haben. Zu guter Letzt stelle ich noch ein paar Slipper vor, weil auch das in den letzten 2 Jahren wirklich sehr viel an Popularität gewonnen hat. Wobei es eigentlich ein sehr klassischer Schuh in der Männermode ist. Aber in den letzten 2 Jahren sieht man den vermehrt und ich finde, es ist eigentlich ein cooler Schuh. Ich habe jetzt selber sowas nicht in meinem Kleiderschrank, aber ich sehe es einfach sehr oft und finde, es sieht auch dementsprechend ganz cool aus. Gerade für die Leute, die sich gerne ein bisschen schicker kleiden möchten, abends was essen gehen oder so, für die ist dieser Schuh optimal. Beispielsweise der hier von Nubik, der Slipper Giro nennt er sich, kostet 180 Euro in einem beigen Farbton. Wer die Firma Nubik nicht kennt, machen wirklich sehr gute und sehr bequeme Schuhe, deswegen kann ich das besten Herzens empfehlen. Alternativ gibt es das Ganze natürlich noch in Schwarz, falls ihr jetzt sagt, beige ist nicht so ganz meine Farbe. Oder falls ihr sagt, das ist mir viel zu teuer, schaut einfach bei Zara vorbei, auch dort findet ihr sowas. Die Qualität bei Zara, bei Schuhen ist immer sehr in Ordnung, also ich kann mich da nicht beschweren, habe mir schon einige Sneaker oder andere Schuhe bei Zara geholt und fand die Qualität immer okay für den Preis. Deswegen dort werdet ihr auf jeden Fall günstiger davon kommen oder ihr geht alternativ bei Massimo Dutti vorbeischauen. Auch dort gibt es eine Variante, die jetzt so ein bisschen spitzer zuläuft. Ist natürlich immer Geschmackssache, vorne runder, vorne spitzer. Jedem gefällt es anders, deswegen habe ich hier verschiedene Alternativen verlinkt und natürlich auch verschiedene Farben. Deswegen schaut einfach unten in der Infobox vorbei. Und das waren auch alle Schuhe, die ich euch im heutigen Video vorstellen wollte. Falls euch dieses Video gefallen hat, falls euch die Empfehlungen gefallen haben, würde ich mich selber ein bisschen Support freuen. Lasst gerne ein Like da und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Ihr wisst, das hier ist Deutschlands bester Männermode-Kanal. Betonung liegt auf Männermode, keine Kindermode. Mode für erwachsene Männer oder die, die es gerne sein wollen. Deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.